Es ist Montag, der 27. September 2021. Hier ist das SKB-Journal mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz leicht gestiegen. Entschieden, Bundestagswahl ist durch und getestet. ADAC untersucht Gurtsysteme. Tja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit dem SKB-Journal. Wir starten die Sendung wie immer mit den aktuellen Corona-Zahlen. Laut dem RKI liegt die 7-Tage-Inzidenz der Havelstadt mit Stand vom 27.09. bei 69,4. In den letzten 7 Tagen gab es 50 Neuinfektionen. Aus der Bundestagswahl wurde ein Wahlkrimi, aus einem Wahlabend wurde eine Wahlnacht. Auch in der Havelstadt und überhaupt im Wahlkreis 60 haben die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimmen verteilt. Für den Wahlkreis 60 traten unter anderem Dr. Dietlin Thiemann, Sonja Eichwede, Tobias Bank oder auch Axel Brösicke an. Sie bewarben sich um das Direktmandat für den Bundestag. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete konnte ihr Mandat aber nicht verteidigen. Sie landete mit 20,1 Stimmen auf Platz Nummer 2. Mit deutlicher Mehrheit holte sich das Direktmandat in diesem Jahr die SPD-Kandidatin Sonja Eichwede. Mit 32,1% der Stimmen ist sie nun für den Wahlkreis 60 in den Bundestag gewählt. Die Wahlbeteiligung in der Stadt Brandenburg an der Havel lag nach 72 von 73 ausgezählten Wahlkreisen insgesamt bei 67%, also knapp 2/3 der Wahlberechtigten sind wählen gegangen. Bundesweit lag die Wahlbeteiligung bei 76,6%. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Der Oktober steht vor der Tür und damit auch die Herbstferien. Viele werden wieder in den Urlaub fahren oder Verwandte besuchen, aber gerade in der Urlaubszeit passieren auf den Straßen viele Verkehrsunfälle. Damit es dabei keine Verletzungen gibt, sollte man einen Gurt tragen, das weiß wohl jedes Kind. Aber wie sicher diese sind und wie man sie am effektivsten benutzt, das hat der ADAC einmal getestet. Der Gurt ist in Deutschland immer noch Lebensretter Nummer 1, wenn es zu schweren Verkehrsunfällen kommt. Doch bietet er in Kombination mit Airbag-Systemen auch den gleichen Schutz für Insassen mit unterschiedlichen körperlichen Eigenschaften? Das hat der ADAC nun untersucht und gleichzeitig getestet, wie sich konventionelle und adaptive Rückhaltesysteme im Frontalcrash verhalten. Wir haben uns in dieser Studie die Unfalldaten angesehen. Wir wollten wissen, was passiert wirklich draußen im Verkehrsunfallgeschehen. Dazu haben wir uns erstmal den Frontalaufprall herausgesucht, weil es die häufigste Unfallvariante ist, die draußen eigentlich passiert. Das Ergebnis daraus war, dass sich eigentlich gezeigt hat, dass der Unterschied zwischen Mann und Frau im realen Unfallgeschehen eigentlich minimal ist. Und das wollten wir uns nochmal näher auch angucken im Vergleich zu dem, was im Labor getestet wird, das heißt mit unterschiedlichen Dummies unterschiedlicher Größe. Es gibt aber auch Personengruppen, die ein erhöhtes Verletzungsrisiko aufweisen. Bei der Analyse der Realunfalldaten hat sich gezeigt, dass besonders eine Bevölkerungsgruppe extrem gefährdet ist. Das sind die älteren Personen. Warum gerade die älteren? Speziell im Alter baut natürlich der Körper ab. Das heißt, die Knochendichte nimmt ab, die Stabilität der Muskeln und die Muskelmasse nimmt ab. Und da kommt es ganz häufig zu Verletzungen, speziell hier im Brustbereich. Doch wie können Gurte und Airbags weiterentwickelt werden, um die Insassen besser zu schützen? Die Lösung können sogenannte adaptive Rückhaltesysteme sein. Adaptive Rückhaltesysteme, das heißt Systeme, die wirklich auf den Insassen geschneidert werden, würde ich so sagen, funktionieren folgenderweise, dass man einfach über Sensorik im Fahrzeug feststellt, welche Person befindet sich da, wie schwer ist diese Person, wie viel Gurt braucht diese Person, weil sie vielleicht beleibter ist. Ist die Sitzposition nahe am Lenkrad oder ist sie weit weg vom Lenkrad? Alles das sind Parameter, die das Airbag und das Rückhaltesystem letztendlich nutzen können,
um das Rückhaltesystem besonders auf diese Insassen, Personen, auf diese Größe, auf dieses Gewicht anzupassen. Bei insgesamt 12 Schlittenversuchen nahmen verschiedene Dummies jeweils einmal auf dem Fahrer- und Beifahrersitz Platz. Herkömmliche und adaptive Rückhaltesysteme konnten so direkt verglichen werden, mit eindeutigem Ergebnis. Das Ergebnis unseres Tests hat gezeigt, dass adaptive Rückhaltesysteme wirklich einen Benefit bringen können. Das heißt, generell waren alle Tests mit dem adaptiven System besser, die Ergebnisse waren besser, positiv für kleine und mittlere Personen. Allerdings zeigen sich auch hier Grenzen bei sehr großen und schweren Personen. Das heißt, da kommen wir wirklich an das Rückhaltesystem, an die Grenzen des Rückhaltesystems, wie wir es jetzt kennen, Airbag, Gurt. Das heißt, da muss man zu weiteren Maßnahmen greifen und zusätzliche Rückhaltung zum Beispiel durch einen Knie-Airbag oder weitere Systeme im Auto schaffen. Adaptive Rückhaltesysteme verbessern die Sicherheit nachweislich. Aber auch als Verbraucher kann man sich aktiv schützen. Der Gurt muss immer eng am Körper anliegen, also Vorsicht bei dicken Winterjacken. Zudem muss er das Becken sichern und darf nicht am Hals einschneiden. Den ausführlichen Testbericht zu den Rückhaltesystemen finden Sie unter www.adac.de. Tja, so schönes Spätsommerwetter war es am Wochenende, aber in den nächsten Tagen bleibt davon nicht viel übrig. Hier sind die Aussichten mit dem SKB-3-Tagestrend. Die Temperaturen sinken wieder. Am Dienstag erwarten wir maximal 19 Grad bei leicht bewölktem Himmel. Mittwoch wird es dann regnerisch bei 18 Grad und am Donnerstag stehen nur noch 16 Grad auf dem Thermometer. Und auch hier hat es die Sonne bei leicht bewölktem Himmel etwas schwer. Tja, und das war der Wochenstart mit dem SKB-Journal. Ich verabschiede mich. Tschüss, machen Sie es gut.